Moin Moin und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder reinschaltet. Eine neue Folge Planet Coaster hier mit mir. Aber wir haben ja in der letzten Folge gesehen, letzten drei Folgen hier in dem Park, noch läuft das alles nicht so richtig. So kleine Minimaloptimierung habe ich zwar vorgenommen, VIPs eingeführt hier oder Premium-Pässe, aber die will noch keiner haben, weil die Abkürzungen nur für diese beiden verfügbar sind und jetzt auch noch nicht so richtig was rausreißen. Ich habe überlegt, wir machen das vielleicht nochmal hierfür. Und zwar könnten wir hier einen Ausgang, dann könnten die hier und hinten wieder anschließen. Das wird vielleicht nochmal einiges bringen, aber jetzt ist die Warteschlange gerade so voll. Jetzt würde ich eigentlich nochmal kurz abwarten wollen und dann können wir nämlich vielleicht doch noch endlich den Roktopus bezahlen hier. Wo ist denn der Eingang und der Ausgang? Da. Dann sollten wir es ein bisschen in die Richtung drehen. Wir versuchen möglichst hier hin zu klatschen. Aber jetzt sind wir schon wieder ein deutliches Stück im Minus. Schon wieder kaputt. Oh, was ist denn? Wir hatten gerade fast 1400. Und dann ist 8. April. Und jetzt haben wir... Okay, ist wieder kaputt. Leute, ist das denn ernst hier? So machen wir auch echt mit dieser Bahn überhaupt kein Geld. Nervt so. Die Achterbahn ist echt ein großes Problem. Ständig kaputt. Eigentlich immer. Und dadurch ist die Fahrgeschäftbewertung natürlich auch ziemlich down. In der Parkbewertung sind wir auch noch nicht. Also ich hätte eigentlich gedacht, dass wir das schon bei der letzten oder vorletzten Folge geschafft haben, aber da sind wir immer noch ziemlich weit von entfernt. Zumindest die sind alle gut besucht. Haben wir jemals schon einen Pass verkauft? Oh ja. Die ersten Premium-VIPs sind hier da. Die können natürlich die Warteschlange ein bisschen abkürzen. Müssen aber natürlich trotzdem den vollen Preis bezahlen. Technisches Problem. Wie immer. Durchschnittliche Verlässlichkeit, ne? Die ist nicht gut. Kann die Inspektion nochmal erhöhen, aber es wird auch heißen, dass wir vielleicht sogar noch einen weiteren Mechaniker bräuchten, um die anderen Geschäfte noch retten zu können. Aber ich will noch einmal kurz gucken, jetzt wo sie eh gerade da ist, aber ich komme nicht ins Baumenü rein. Ich hätte hier so gerne eine Verlängerung gemacht, das ist echt fies. Ich kann nichts ändern. Ach, da war eine Reihe. Hier, minimal Wartezeit, die nehmen wir mal raus. Ja, geht nicht, keine Ahnung. Können wir so nicht mit arbeiten. Aber vielleicht hat das jetzt was gebracht, dass er ein bisschen häufiger fährt. So, wir müssen nochmal einen Test machen. Dann sind wir hoffentlich nicht gleich pleite. Obwohl eigentlich sehen wir, es läuft sogar ganz gut, wenn wir die nicht haben, weil so viel Plus macht ihr eh nicht. Fällt ja eh ständig aus. Aber wenn jetzt das Teil wieder funktioniert, die Leute reinströmen, dann haben wir ziemlich schnell das Geld zusammen für unsere weitere Achterbahn. Das wird auch echt mal Zeit. So. Dann können sie nämlich schneller abfahren. Ihr müsst nicht jedes Mal 60 Sekunden warten. Macht ja auch gar keinen Sinn. So, geöffnet. Leute, ihr könnt hier wieder mitfahren.
Also bringt das Geld ran hier. Wenn die voll ist, dann haben wir die 1400, bin ich mir sicher. Okay. Noch besseren Ruf. Keine minimale Wartezeit mehr. Also wenn voll ist, ist voll. Oh Leute, guckt mal gerade aufs Geld. Fahrgeschäft, Octopus. Oder der Rocktopus. Nun wird es aber endlich Zeit hier für ihn. Und schon ist das Geld wieder weg. Das gibt's ja nicht. Das kostet 1440. So, Eingang. Ja, Eingang hier. Ziehen wir denn da längs und Ausgang machen wir direkt hier. Eingang mit Weg verbinden. Dann können wir nämlich hiervon profitieren. So, schönes Fahrgeschäft. Endlich haben wir mal wieder was Neues hier bei uns. Das kostet dann leider nicht so viel. Ich glaube, die Leute, hoffe, dass die Leute bereit sind, 6 zu bezahlen. So, und das Fahrgeschäft hat durch, glaube ich, die Abnewart, durch die ganzen Büsche auch immerhin gleich eine 81er Bewertung. Dann machen wir noch Minimum, und zwar so ein paar Bänke. Sind natürlich hier auch immer gern gesehen. Vielleicht nochmal ein paar Mülleimer. So, so, so. Dann noch die Boxen. Warte mal, ich bin aktuell in der Mega-Geschwindigkeit. Das finde ich gar nicht so gut. Zweifache Spielgeschwindigkeit ist in Ordnung. Dann können wir leben. Aber dem anderen, da verpassen wir zu leicht etwas. So, 100% haben wir. Jetzt warten wir, was die Leute so denken. Weil die Preise, die wir hier nehmen, sind nicht gering. Aber Leute, das reicht schon. Auf einmal hat es Leute angezogen und wir haben die durchschnittliche Fahrgeschäftbewertung erreicht. Endlich können wir einen kleinen Erfolg hier verbuchen. Mehrere Angestellte haben zu wenig Arbeit, okay. Dass sie sich darüber beschweren, ist ja auch fast ungewöhnlich. Und von dem großen Darlehen haben wir schon fast die Hälfte zurückbezahlt. So, hier forschen wir nochmal ein bisschen. Aber wir können vielleicht noch direkt ein weiteres Fahrgeschäft bauen. Whirlwing hätten wir noch. Das ist auch ein echt ein albernes Geschäft, aber ich meine, das brachte Profit. Oder die Teetassen. Kosten die 900. So, Eingang. Ausgang. Eingang mit Weg verbinden. Und den Ausgang mit Weg verbinden. Das Ganze ein bisschen mehr Geld nehmen. Das sind alles jetzt keine High-End-Fahrgeschäfte, die wir hier gerade bauen, aber dürfte für neue Besucher sorgen. Und endlich konnten wir mal ein bisschen ausbauen hier. Ganz wichtig. Oh, ist geöffnet, ne? Hier müssen wir natürlich noch ein bisschen was für die Szeneriebewertung machen. Die ist hier echt mies. Vielleicht nochmal mit einem schönen Getränkeladen. Hatten wir nicht einen neuen? Ein Piratengetränkestand zum Beispiel. Aber wie ist der denn zu belatschen? Okay, also eigentlich von vorne. Zu teuer, ne? Ja, ganz bisschen zu teuer. Das
Silt Fox Coffee. Ist gleich auf. Preise lasse ich jetzt erstmal so. Dürfte dem noch gleich einen ordentlichen Schub geben, oder? Immerhin auf 49%. Gut, reicht aber noch nicht. Dann kommen hier die Boxen hin. Bänke gefallen mir nicht so gut. Western Picknick Bank. Jetzt haben wir kein Geld. Scheitert sogar hier in dem Kleingeld schon, ne? Mülleimer. Musicbox kostet 10er. Geld haben wir. So, dann sind wir jetzt schon mal bei 56%. Unsere kleinen, netten Lupinen. Na, hier machen wir, versuchen wir gleich nochmal VIP-technisch was reinzubringen, ne? Okay, nicht genug Geld. Wenn es schon für Blumen nicht reicht, ne? Traurig, traurig. 84%, das ist schon mal nicht schlecht. So. Der läuft aber gar nicht scheinbar. Da ist noch überhaupt keiner hingelatscht bis zum Kaffeestand. So, aber jetzt dürfen wieder ein paar mehr Leute im Park reinströmen. Das nächste Ziel, 1200 Gäste. Haben wir noch ein bisschen was vor. Trotzdem, ich bin froh, dass wir endlich neue Fahrgeschäfte bauen konnten. Und jetzt würde ich fast das Geld auch mal bald sparen wollen, um für den preiswert. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich so preiswert ist. Oder wir bauen von dem noch einen mehr. Das ist ein Geldgarant hier, ne? Der haut am meisten raus im Monat. Also hier einen dicken Weg rumbasteln, immer zwischendurch nochmal ein Getränk- und Essen-Shop. Hier doch irgendwie ein Fahrgeschäft zum Beispiel. Und hier soll es dann ja auch noch ein bisschen weitergehen. So eine Art. Dann können wir hier halt noch ein paar Fahrgeschäfte reinbasteln. Ist aber schon mal alles nicht so schlecht. Kann man doch schon ein bisschen mit zufrieden sein. Überhaupt, dass es vorangeht. Dachte schon, wir sind hier im kompletten Stillstand gefangen und es passiert gar nichts mehr. Aber ich glaube auch hier, dass wir jetzt nicht mehr so viel Wartezeit haben, oder? Müsste doch dem endlich auch einen deutlichen Profitsteigerung geben. Guck mal, der ist bald komplett raus aus den Schulden. Ewig gedauert, aber aktuell können wir monatlich einen Profit von 1800 machen. Hier haben wir immerhin 130 im letzten Monat gemacht. 1300. Ist noch neu. Ist noch neu. Das ist ja ganz was Neues. Ich dachte aber, man hat wieder einen technischen Defekt. Nice. Typisch. Aber die Leute haben jetzt ein bisschen Ausweichmöglichkeiten hier und die Fahrgeschäftbewertung crasht nicht komplett, weil es natürlich hier noch Ausweichmöglichkeiten gibt. Also die nächste Überlegung für nächste Woche hier in diesem Park weiter zu basteln, heißt natürlich hier weiter auszubauen. Und zwar mal gucken, wir sind ja noch am Forschen. Müssten wir wahrscheinlich auch bald nochmal was Neues geforscht haben. Ja, zur Hälfte. Dauert noch einen knappen Monat. Pressluft mit Schwung. Dann müssen wir mal gucken. Familienfahrgeschäfte, Läden und sowas. Aber aktuell sind wir natürlich dicke Minus. Trotzdem sind wir auf dem richtigen Weg, Leute. Aber wir haben ja noch bestimmt ein, zwei Wochen Spaß. Wollen wir mal schauen, dass wir dieses Level noch sauber abschließen.
durchschnittliche Zufriedenheit versuchen wir weiterhin so hoch zu halten. 1500 Gäste sollen nachher mit 90% zufrieden sein. Das wird schwierig. Sind immer ein paar Nörgler dabei, ne? Klar. Was wir noch machen wollen, auch beim nächsten Mal sind hier, versuchen auch VIP-Pässe an den Mann zu bringen. Denn damit wir versuchen, den eben auch ins in Plus zu kriegen. Fehlt uns noch so ein bisschen. Aber ich glaube, da wird eine höhere Nachfrage sein, wenn auch der VIP-Eingänge hat und auch der VIP-Eingänge hat. Dann kann man auch irgendwann anfangen, mehr für diese Tickets zu nehmen. Und jeder Zweite ist vielleicht auch bereit, sich so ein Ticket zu kaufen. Wobei, das ist natürlich nachher auch wieder kontraproduktiv und verkürzt die Warteschlange, oder? Ich weiß nicht, ob das wirklich so eine gute Lösung ist. Kann ich nicht sagen. Aber ich kann sagen, das war's für heute. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Schönen Rest Sonntag euch noch. Ich freue mich, wenn ihr in einen anderen Let's Plays reinschaltet und am Dienstag wieder hier bei Planet Coaster dabei seid. Bis dann und tschüss.